gab frühe Führung hier in diesem Derby zwischen Leverkusen und Gladbach. Los ging es in der 5. Minute. Admir Memedi macht hier ein Kunststück mit dem Ball, geht da vorbei an allen Gladbacher Verteidigern und macht hier ein wunderschönes Tor zum 1:0. Unhaltbar für Jan Sommer im Tor der Gladbacher. Dann 4 Minuten später, Ecke Gladbach. Dann verschätzt sich da Bernd Leno und da ist Martin Stranzl, der freie Schussbahn hat, hier den Ball im Tor unterzubringen. Das macht er auch. 1:1, der Ausgleich für die Gladbacher. Spielminute dann. Erneut Ecke, nur diesmal auf der anderen Seite für Bayern 04 Leverkusen. Das war Karim Bellarabi, der beinahe hier mal wieder die Führung macht für Bayern 04 Leverkusen. 55. Spielminute. Ja, Shananoudou, der will ja auch die 10 so schnell wie möglich bekommen, aber irgendwie klappte es heute nicht mit den Toren für den türkischen Nationalspieler. Die letzte Chance, die 87. Spielminute. Nochmal Leverkusen. Und da war beinahe mehr drin, weil sich dahinter Christoph Kramer versteckt hat. Aber am Ende bleibt es beim 1:1, beim verdienten 1:1 für beide. Leverkusen trennt sich mit Gladbach 1:1. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss.